Sehr geehrter Herr Steinmeier, meine sehr verehrten Damen und Herren des Vorstandes und des Verwaltungsrates, meine sehr verehrten Mitglieder des Bundes der Steuerzahler NRW, ich darf Sie zu Ihrem 75-jährigen Jubiläum als Präsident der Steuerberaterkammer Westfalen-Lippe beglückwünschen. 75 Jahre, das ist eine Erfolgsgeschichte, die sich an verschiedenen Punkten messen lässt. Ich erwähne die Schuldenuhr und das Schwarzbuch, wo Sie immer wieder darauf hinweisen, dass Steuergelder nicht frei verfügbar am Markt sind, sondern vom deutschen Bürger aufgebracht werden und nicht sinnlos verprasst werden können, sondern zielgerecht nach Gesetz und Haushalt eingebracht und angewendet werden müssen. Auf der anderen Seite hatten wir als Steuerberaterkammer Westfalen-Lippe mit ihrem langjährigen Präsidenten und späteren Präsidenten in Berlin, an Karl-Heinz Deeke, stets engen Kontakt, den wir auch heute noch zu Ihnen, Herr Steinmeier, pflegen. Herr Deeke war immerhin Ehrenmünzenträger unserer Kammer und das wird auch in Erinnerung bleiben. Ihnen darf ich für die nächsten 75 Jahre alles Gute wünschen und weiter so. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Arbeit.